Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Ausreißer-tastischen Folge God of War Ragnarök. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit Atreus. Letzte Folge ist er ja zum Schluss abgehauen von zu Hause und ja, hat sich einfach nur dumm benommen, wie ich finde. Und ja, mal Erst sehen, denkt er, ich war in Asgard, dann, dass ich lüge. wie es weitergeht mit dem Jungen. Oh. Oh. Erstmal runtergeflogen, voll auf Ich den will dir armen doch nur das Rücken. Leben retten, du Sturkopf. Muss das dein Zeichen raus. So, kommt. Wir müssen hier das Gebiet verlassen. Hier ist es viel zu kalt, ja, und auch viel zu gefährlich. Kämpfen wir uns mal hier ein wenig durch. Hinter mir noch mal. Komm, weg damit. Gut, geht's weiter mit Gegnern. Ah, los. Ah, das Teil auch mal wegmachen. Sehr schön. Oh, hinter mir ist auch noch mal was. Oh, hi. Und man muss auch einfach mal so sagen, er kann seinen Zorn nicht kontrollieren. Ich meine, er hat ja auch in der letzten Folge zum Schluss Sindri verletzt. Ne? Er hat ihn ja einfach weggerammelt. Wo er sich verwandelt hatte, wieder in seinen Grizzlybären. Hat er einfach die Person verletzt, ja, die er mit am meisten eigentlich mag. Und die ihn auch unterstützt hat, ja. Bei seinen Alleingängen, ja, muss man einfach so sagen. Wieder ein Gegner weg. Und wenn ich Schutz gefunden habe, wo gehe ich dann hin? Wenn ich nach Asgard gehe, folge ich der Prophezeiung, wenn der Vater stirbt. Aber wenn ich zu Hause bleibe, kann ich es auch nicht verhindern. In Asgard könnte ich wenigstens Odin im Auge behalten. Rumspionieren, seinen Plan rauskriegen. Die Kontrolle gewinnen. Ob das alles so klappt, wie du es denkst. Mache ich hier was vor? Ich kann nicht nach Asgard. Moment, sind das rote Blätter? Freyas Haus? Oh, nein. Nein, das ist die Jolie? Schildkröte. Nein. Nein, Jolie. Bitte. Bitte. Jauli! Hallo, Großer. Ich bin jetzt hier. Keine Sorge. Ich muss dich aufwärmen. Du musst aufstehen, um mich ins Haus zu lassen. Kriegst du das hin? Komm, Jauli! Du musst das tun. Ich kann nicht helfen, wenn du... Hey, Mili! Hey, Mili! Gut, ganz brav. Toll, ihm geht's gar nicht gut. Wir müssen ihn dringend aufwärmen. Ich weiß, Kumpel. Ich weiß. Es ist kalt hier. Das Fenster muss zu, bevor ich mich umschaue.
Hat Freya nicht nach dir gesehen? Stimmt. Zu beschäftigt, uns zu jagen. Na komm, wärmen wir dich auf. Aus dem Zeug müsste ich ein Feuer machen können. Wow, wie wunderschön. So etwas habe ich hier noch nie gesehen. Von ihrem Zuhause in Vanaheim? Sie muss es vermisst haben. Unfassbar, dass sie nie wieder nach ihrem Haus gesehen hat. Und nach dir. Das ist keine Entschuldigung. Kein Geschehen. Wo gehe ich jetzt hin? Ich kann nicht bleiben. Vater darf nicht auch noch sterben. Irgendetwas muss ich doch tun können. Schon gut, Kumpel. Ich glaube, er will zu mir. Alles wird gut. Glaube ich. Na schön. Bin bereit. Bring mich zu ihm. Hätte ich mal schwimmen gelernt, bevor alles zufror. Hallo? Ich bin da! Odin? Vogel? Ist das Asgard? Die Mauer! Ich bin in Asgard! Warte! Ich komm ja! Oh, das ist klar, wir müssen den Raben folgen. Komm da! Die müssen einmal weggemacht werden. Hey Odin, ich sollte doch in Asgard willkommen sein. Und ist noch mal was? Einfach mal alle Gegner hier fix beseitigen. Und ich fand's schön, dass wir die Schildkröte noch mal wieder gesehen haben. Ja.
Die fand ich schön. Im Vorgänger. Nur leider führt die halt. Wegen dem Pinbull-Winter und so weiter. Der Gegner hier oben muss weg. Los, komm. Es ist wunderschön hier. Keine Spur von Fimbulwinter. Musstest du mich hier langführen? Ja, scheint so. Und scheinbar führt er uns durch noch mehr Gegner. Horden durch. Irvaita! Und ich vermisse gerade irgendwie Kratos. Ich wäre gerne mit ihm und Freya noch ein bisschen mehr unterwegs. Einmal ganz kurz hier dagegen. So. Ist hier unten noch was wie Loot? Ja, Gefahr. Ich weiß. Verstanden. Ich sehe sie. Volker! Komm, zeig dich nochmal. War's das mit euch? Nein, noch nicht. Aber ja. Jetzt sammle ich erstmal das hier unten ein, was hier noch war. Hey, ich kann das immer noch nicht mitnehmen. Sehen wir immer noch Gegner? Ja. Komm noch mal welche nach. Dran. Das Wildeste, was ich je gemacht habe. Aber wenn ich sofort das Schicksal ändern kann. Hey, Vogel! Wo bist du hin? Warte, ich komme. Ich muss nur da durchkommen. Was soll ich zu Odin sagen? Hallo, ich möchte so etwas wie dein Lehrling sein, aber das heißt nicht, dass ich dir diene. Nicht auf eine Art, die etwas mit einer Prophezeiung zu tun hat. Irvaita! Wir lassen uns einfach mal überraschen, wie der reagiert, wenn wir dann da sind. Da müssen wir uns sowieso hier noch durchkämpfen. Das ist das ganze Gebiet hier. Seite der Wand ist es sicherer. Moment, wie komme ich an der Mauer vorbei? Das kam in Mimirs Geschichte über Rimthrud gar nicht vor. Wenn der Sohn des Steinmetzes eine Schwäche eingebaut hat, weiß nur Freya davon. Und ich habe sie nicht gefragt. Und warum war Freya überhaupt im Haus? Ist sie bei uns eingezogen? Egal, konzentrier dich, Loki. Hey, was haben wir denn hier? Ich glaube, dagegen kann ich leider nichts tun, mit meinen Pfeilen, die ich habe. Ich bräuchte jetzt eigentlich hier Kratos, seine Klingen. Vater würde das mit seinen Klingen wegbrennen. Was kann ich machen? Ah,
Vielleicht hilft mir die Siegelmagie auf meinem Bogen. Was sagte Brock? Zeuka! Wenn ich die Dorn mit dem Feuer anzünden könnte. Irgendwie klappt das nicht so ganz, wie ich es mir gerade vorstelle. Ich denke, ich muss die Verbindung erstmal irgendwie hier ran machen, so. Komm. Euka! Ja. Na bitte. Moment mal. Das klingt nach Menschen. Brauchst du Hilfe? Du siehst etwas verloren aus. Oh, ich schaue mich hier nur um. Also, hier gibt es nur die Mauer zu sehen. Gibt es ein Tor hindurch? Nein. Außer du bist ein Asengott. Und in dem Fall wüsstest du das. Ich? Nein. Ich bin aus Midgard. Was? Ohne Scheiß? Ich auch. Skuldr. Loki. Warte mal. Seid ihr alle aus Midgard? Ja. Der Allvater rettete uns vor der Verwüstung. Hier dürfen wir bleiben, aber wir gehen da nicht rein. Kommst nicht in die Stadt, nur mit Magie. Du kannst keine Magie, oder? Ein bisschen, doch. Was? Ohne Scheiß? Gehst du durch Wände? Noch nicht. Ah. Kann ich nicht drüber klettern? Da hoch? Einfach so? Nein, du könntest sterben. Naja, ja. Ich meine, schau sie dir an. Aber Odin wartet. Warte, du kennst den Allvater? Ich bin quasi sein Lehrling. Ohne Scheiß? Was bringt er dir bei? Ich weiß nicht. Hat er noch mehr Schüler? Ich weiß nicht. Wie lange bleibst du? Du weißt es nicht. Ich kletter jetzt die Mauer hoch. Tja, das muss ich sehen. Brauchst du Hilfe? Das ist nett von dir, aber ich muss allein gehen. Oh, ich wollte nicht mit dir klettern. Ich schulde Odin vielleicht mein Leben, aber sicher nicht meinen Tod. Nicht, dass ich glaube, du würdest abstürzen. Vergiss es einfach. War das Hugen? Hugen leitet dich? Wer? Odins Rabe. Du weißt schon, Hin und Munun, er kann dich gut führen, obwohl er sich mit Klettern wahrscheinlich nicht so auskennt. Tja, Loki, du scheinst ein guter Kerl zu sein. Ich hoffe, ich sehe dich nicht gleich sterben. Danke. Ich auch. Du weißt, du sollst nicht runterschauen, ja? Ich schau gern runter. Dann sehe ich, wie weit ich gekommen bin. Oh ja, klingt toll. Kann ich das verwenden? Zwar sehr ironisch als letzte Worte, aber... Wie bitte? Nichts, gar nichts. Hey, du machst das toll. Ja, danke. Können wir hier hoch? Jetzt hier rüber. Du schaffst das, Loki! Danke, Skuldr. Hoffe, das stimmt. Ja, wir werden das schon hinkriegen. Jetzt geht's hier hoch. So weit ist es sogar gar nicht mal mehr. Wenn ich das hier so sehe. Alles klar. Ich schaffe das. Alles gut. Einfach weiterklettern.
Hier rüber müssen wir gleich. Und wohin jetzt? Wieder ein Stück geschafft. Hey, Hugin. Du willst dir die Zeit nicht mit deiner Geschichte vertreiben, oder? Ja, dachte ich mir schon, dass du das sagst. Oh, hi. Hier oben? Hier denn hier oben? Oika! Hat mir aber auch noch gerade so gefällt. Komm, na komm. Wo? Oh. Schauen ist kein Problem. Und alle besiegt. Schöne Sache. Wo geht es weiter hoch? Wo ist der Rabe? Ja, ich komme. Holen wir die Kette runter. Dort hoch. Dann muss ich jetzt auch hier hoch. Einmal an die Kette ran. Hallo? Ich will mich an der Kette festhalten. Huhu, Kette. Jetzt. Und meine Güte, die Aussicht von hier oben ist echt Warum mega. Warum kann ich eigentlich deine Gedanken nicht hören? Es schien, als ob Odin das könnte. Das warst du in unserer Hütte, oder? Du und dein Bruder, schätze ich. Das nehme ich als ja. Atmen. Und ja! Ich habe das Schlimmste hinter mir. Oder nicht? Dann müssen wir jetzt in den Berg hinein. Oh, noch mehr Geister. Wollt ihr mich vielleicht einfach durchlassen? Nein? Wie ihr wollt. Oika! Ja, fast alle besiegt. Oika! Nee, hier kommen noch einige, so wie es scheint. Oh, hinter mir kommt auch noch Zeug. Immer weiter so. Was ist das für eine Säule hier? Gucken wir gleich mal, vielleicht kann ich da irgendwas dran machen. Aber erstmal muss ich eh hier alle Gegner loswerden. Bleib stehen. Einer noch übrig. Das waren alle. Nein, immer noch nicht. Ach, wie viele kommt denn noch von euch komischen Kugeln? Also, ehrliche Meinung, die Kugeln sind nervig. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil es einfach so viele sind und sie irgendwie. Das hört sich jetzt nicht blöd an, aber irgendwie langweilig ist, ganz viele diese Kugeln zu zerstören. Wenn ich gegen diese Kugeln kämpfe, fühle ich mich so, als ob ich irgendwie einfach nur eine Zielübung machen würde. Ja, das ist mein Empfinden irgendwie so zu diesen Kugelgegnern, die so rumfliegen. Ja, hoch, verstanden. Aber wir müssen es aus der guten Sicht sehen. Ja, wir sind fast ganz oben. Sind verbunden. Ja, das ergibt Sinn. Glaube ich.
Ich muss aber an beide Seiten. Wie kommen wir an die beiden, an die andere Seite da drüber? Moment, da drin sehe ich auch noch was. Guck mal ganz kurz was hier. Da drüben. Das ist der Weg. Sehr schön. Das könnte klappen. Das ist jetzt alles soweit richtig hier, ja. Jetzt können wir hier wieder hoch. Hier einmal drauf. Und dann hier einmal los. Dran ziehen. Ah nein, durchschneiden. Okay. Hui. Sehr gut, das Gegengewicht hat uns dadurch hochgezogen. Ah, noch mehr ihr Lichter. Ja, und hier sind wieder meine komischen Lichtfreunde. Hey, du darfst fliegen. Ich tue, was ich kann. Ich sehe keine Abkürzungen mehr. Ich muss noch etwas weiter klettern. Oder viel weiter. Aber ich bin schon so weit gekommen. Hey, Boogie, wie wär's, wenn ich dir mal was erzähle? Es war einmal ein Riese namens Loki, der es für eine gute Idee hielt, Odins Einladung nach Asgard anzunehmen. Odin testete Loki. Er erwartete von ihm, dass er allein Rimfus Mauer ganz hinaufklettert. Und was hat Und was hat Loki gemacht? Er kletterte weiter. Er kletterte einfach weiter. Seine Arme schmerzten. Die Finger wurden taub. Das Atmen fiel schwer. Aber Loki kletterte weiter. Einen Fuß nach dem anderen. Immer weiter. Bis ganz oben. Es geht nur nach oben. Ist bald geschafft. Gut, gut. Mach weiter. Komm schon. Jetzt nicht aufhören. Oh! Weiter geht's. Okay, hier sollten wir falsch reinkrabbeln. Ah nein. Weiter hochspringen. Okay, hätte sein können, da hätten wir jetzt nochmal in den Berg reingehen können. Gut. Gut. Ich schaffe das. Ja, du schaffst das. Bin fast da. Das kleine Stück schaffst du jetzt nämlich auch noch. Hallo. Hi. Sag, welcher Teil dieser großen Mauer ließ dich denken? Oh, Besucher sind hier willkommen? Ich wurde hierher gebeten. Von Odin. Der Allvater rief dich her? Gut. Warum bist du dann draußen und nicht hier drin? Fragen wir ihn doch zusammen. Bist du fertig? Sag, was könnte Odin, Allvater, König der Asen, von Leuten wie dir wollen? Sag schon. Das ist eine private Sache. Du weißt das gar nicht, oder? Könntest du mich hochziehen? Nein, ich denke eher nicht. Ich denke, ich lass dich fallen. Nein, 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 nein. Ja, ich lass dich fallen. Mach's gut. Halt, halt!
Weißt du, wie wütend der Allvater sein wird, wenn du seinen Gast tötest? Loki von den Jötnar? Den Jötnar? Feind meines Volkes? Ich bin kein Feind von dir. Das werde ich ja sehen. Hier lang, Loki von den Jötnar. Halt, ist das das Gjallarhorn? Bist du Heimdall? Offensichtlich. Jetzt kannst du dich an der Pracht Asgards erfreuen. Ein seltener Anblick für Fremde, besonders für Riesen. Klar, klau doch gleich alles, was nicht festgenagelt ist. Das wird deine Gastgeber beeindrucken. Stell doch einfach deine Fragen. Woher weißt du, dass ich Fragen habe? Das ist mein Job. Nächste Frage. Was ist dein Job? Ich beschütze das Reich, das ich liebe, vor Ärger. Und ich mache Ärger? Kennst mich doch gar nicht. Aber ich sehe schon, dass du dich unbedingt beweisen willst. Viel zu sehr. Was wohl an einer übermächtigen Vaterfigur liegt, der du nie gerecht werden kannst. Kann sein. Ich würde auch schätzen, dass du respektlos, eingebildet und impulsiv bist. Du kennst mich gar nicht. Ich helfe Leuten. Oh, du bist hier, um Leuten zu helfen? Nein, nein. Du bist hier, um dir selbst zu helfen. Jeden zu manipulieren und zu belügen, der dich näher an dein Ziel bringt. Ich weiß, du bist jung. Du kamst wahrscheinlich in den Stimmbruch, als du die Wand hochgeklettert bist. Aber du hast eine verdrehte kleine Seele. Du bist das Chaos in einem schicken Bogenschützenanzug. Ich beobachte, wie sich dein Mund bewegt und sehe Städte brennen. Dass du in Asgard bist, bringt nichts Gutes mit sich. Andererseits, wenn du hier bist, um dem Allvater zu helfen und keine bösen Absichten hegst, macht uns das wohl zu Verbündeten. Gyltopyr, wer liebt mich am meisten? Wer liebt mich am meisten? Wow, das ist fast so beeindruckend wie Baldur, der einen Drachen zähmt. Baldur brauchte sich nicht darum zu kümmern, wie stark er verbrannt wurde. Ich durchschaue sie. Dominiere sie klar und deutlich. Wow, sind das alles Asengötter? Was? Du glaubst, dass alle Asen Götter sind? Aber Skjöldir hat gesagt, dass nur... Oh klar, wenn Skjöldir das sagt... Wer auch immer das ist, muss eindeutig ein Asengötter-Experte sein. Im Gegensatz zu dem Asengott, mit dem du hier sprichst. Du weißt buchstäblich nichts über unsere Kultur, was? Ich weiß viele Dinge. Ein Riese baute diese Mauer. Ein Riese? Baute die Mauer, die Riesen fernhält? Hrimthur, Tamurs Sohn. Ich kenne die ganze Geschichte. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, dass du mich mit deinen revisionistischen Erzählungen über die Architekturgeschichte Asgards verwöhnst. Ist das Odins Palast? Palast? Glaubst du, der Allvater hat es nötig, sich aufzublasen wie ein sterblicher Stammesfürst? Ich glaube, nein. Das ist die große Loge, die der Allvater mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht. Wie du siehst, hat es wahre Macht, nicht nötig zu protzen. Sie zeigt sich genau zur richtigen Zeit. Meinst du nicht auch? Ha! Hey! Wow! Ah! Hey, Helme! Ich habe euch eine Übungspuppe mitgebracht. Ich dachte, wir gehen zu Odin. Weißt du, die Sache ist... Du hast eine verräterische Absicht. Deshalb lasse ich dich in keinem Fall in die Nähe des Alphas.
Tja, leider wirst du mich auch dorthin lassen müssen. Spätestens. Wenn ich deine Freunde hier fertig gemacht habe. Erbaisha! So ist richtig. Zeig mir alle deine dummen kleinen Tricks. Na, wie viele hast du noch für mich? Das war langweilig. Rate, wer jetzt dran ist. Bist du sicher, dass der Allvater gerne wartet? Sehr witzig. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir tatsächlich sogar sehr sicher. Oh, nein! Pfeile! Wie furchterregend! Oh, oh! Wie ist das? Ja, du wirst gleich noch ein blaues Wunder erleben. Schön, dass du endlich wach bist. Ha! Das ist ein großer Spezialangriff! Oh, okay. Ich hab anderes erwartet. Nicht, dass ich Odin sehe. Du wirst ihn sehen. Von deinem Grab aus. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Oh, das war ein besonderer. Ich hoffe, das war nicht dein letzter Trick. Was das schon? Ist das alles, was du kannst, Jöten? Klar, völlig uneffektiv. Also mach weiter damit. Oh, das war nicht mal knapp. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Wow. Wow. Ich muss wirklich sagen, Loki, ich bin absolut unbeeindruckt. Du solltest wohl liegen bleiben. Toll. Schluss damit. Was du auch denkst, ist Allvaters Gast. Hatte ich doch was gerochen. Ein Schritt weiter und es endet unschön für dich. Wirklich? Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Sag du es mir. Du bist wirklich krank. Loki, du bist da. Ich bin sehr geehrt. Ah, du kennst also Heimdall. Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Allvater. Dieser junge Mann ist mein Gast und voller Schlamm. Erklärungen? Er will dich verraten. Ist das wahr, Loki? Du kleiner Schwindler? Ich mache nur Quatsch. Natürlich will er mich verraten. Heimdall, warum wäre er sonst hier? Er hat keinen Grund, mir zu trauen. Noch nicht. Aber er hat ein paar große Fragen. Und ich habe so viele Antworten für ihn. Was willst du? Wegtreten. Geh. Sehr gern. Und du, mach dich mal sauber. Aber Allvater. Ach. Sjochwart. Heimdall, entspann dich mal. Hattest du denn vor, mich sofort zu töten? Siehst du? Was, genügt dir das nicht? Verschwinde hier! Anstrengend, ich weiß. Sehr scharfsinnig, aber er vergisst manchmal zu denken, weißt du? Hey, ich habe noch was zu tun. Komm mit mir.
Wie hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung annimmst? Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? Kann ich verstehen. Meine Ex-Frau und mein verärgerter ehemaliger Bediensteter vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du bist neugierig, aufgeschlossen. Das ist wichtig. Riest, Miest, macht weiter. Lasst euch nicht stören. Wenn ich ehrlich bin, Loki, hast du Glück, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tyr befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken. Hey, ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Allvater. Königin Gnau? Die Einherjar sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Einherjar. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Münthinappen, Rothgar. Münthinappen, Gorm. Münthinappen, Jan. Gut, weiter geht's. Bücher, gut. Die sind für ihn. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Danke. Jürgen, ich hoffe, ich rieche da keinen Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen, aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt, du musst wissen, ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Aber warum ich? Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Tor auch. Erlen, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ja, gleich dort. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt, ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sylph, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Sag Hallo zu Loki. Das ist er? Hier? In unserem Heim? Wie nett. Meine Diplomatin, alles in Ordnung im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Leg die Bücher weg. Wir haben noch etwas zu tun. Klar. In Ordnung. Ich bin hier. Wo ist er? Gleich da drüben, mein Vater. Ja. Hallo. Ist lange her. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Ja. Wer ist der Kleine? Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Dürlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft.
Alle mal hergehört. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen. Und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Was wird das wohl hier? Eine Art Waffe? Gut, Junge, ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer, den Flur runter. Oh, und nimm dir ruhig neue Kleidung. Freundlich. So, dann gucken wir mal in den Schrank rein. Ich könnte es mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig. Wow, wirklich nützlich. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die neue Rüstung mal noch mit anlegen. Ausgestattet. Wo fange ich an? Und unseren Bogen. Den tun wir mal hier noch verbessern und herstellen. So, ich denke, das belassen wir erstmal so dabei. Halt, Moment. Ich müsste nochmal ganz kurz hier reingucken. Rüstung. Die ziehen wir an. Und dann muss ich nochmal ganz kurz hier was verbessern, würde ich sagen. Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir das. Moment, ich will nicht nochmal in den Schrank reinschauen. Das war genug. Ausgestattet. Wo fange ich an? Ich bin jetzt eigentlich so zufrieden. Wow! Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Through Toast, Dottir. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Kommst du mit? Du brauchst noch dein Schwert. Das richtet jemand her. Also, was für ein Schwert ist das? Es ist neu, einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Walkürenausbildung. Die Walkürenausbildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Bis später. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Ja. Ja, ist gut. Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugin. Ich muss mir nicht die Ohren waschen. Du musst aufhören zu krächzen und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Ich habe es
mir nur angesehen. Das alte Ding, das habe ich seit... Ach, du weißt doch schon. Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Gern geschehen. Alle schätzen mich falsch ein. Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb? Oder Macht, Reichtum? Nein, nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will Antworten. Genau wie du. Die Sterblichen haben es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost. Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein, wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Was ist das? Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Ich fühle... Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir könnten erfahren, warum wir hier sind, lernen, unser Schicksal zu ändern. Und Ragnarök aufhalten, vielleicht die retten, die wir lieben. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich es fand. Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den Aussichtslosen. Und fand schließlich nach langer Suche dies hier. Siehst du es? Dieselbe mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Oh, wofür ist die kaputte Maske? Erkennst du eine der Schriften darauf? Die sind nicht aus den neuen Welten. Elend. Obsidianie, Spether. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher? Wenn das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Und er wäre? Arbeite weiter mit mir. Und find's raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon, ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin, warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt, als wäre das ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe, was dann? Thor, komm mal her! Allvater. Lass das sein! Finde raus, wo das herkommt. Nimm es. An diesem schleichenden Fleischberg. Und schau, wo es dich hinführt. Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Sei nachsichtig mit ihm, verstanden? Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Er hat der Allvater uns hingebracht. Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Ich werde meine Arbeit machen, allerdings nicht mehr in dieser Folge, Leute. Wir machen jetzt hier Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!